Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dying Light. So, dann wollen wir mal weitermachen hier im Text. Ja, genau. Was soll das denn sein? Gucken wir jetzt mal in den Turnierplan. Es ist an der Zeit, es hier ein wenig wärmer zu machen. Es fehlt ja noch ein dickes Spektakel und das wollen wir jetzt mal durchführen. Also schnüre die Flammen der Leidenschaft, ja. Und schmiede die Waffe, die ein Gott töten kann. Okay, gut. Würde ich selbst auch wählen, wenn ich ein Kämpfer wäre. Ah ja, okay. Betreten Sie die berühmte Hephaistos-Werkstatt und schmieden Sie eine Waffe, die selbst Götter zu Fall bringt. Bringen Sie Metall zum zentralen Schmelzofen und schmelzen Sie es in Meteoriten. Lava. Ah ja. Wenn die ultimative Waffe bereit ist, nehmen Sie sie an sich und gehen Sie damit Götter metzeln. Verschonen Sie keine Gottheit. Okay. Wenn wir nur noch. Und jetzt die Geschichte eines Seitensprungs. Als Hephaistos, der Gott der Schmiede, herausfand, dass seine geliebte Frau ihn mit seinem eigenen Bruder betrog, schmiedete er eine Waffe, um sie beide zu töten. Aber Hephaistos Bruder war kein dahergelaufener Schwerenöter. Er war der Gott des Krieges, Ares daselbst. Wird euch schon heiß? Ich weiß noch nicht. Musste in die Schmiede seines Bruders schleichen, den Schmelzofen anheizen und eine Waffe schmieden, die ihn nicht töten konnte. Er musste sich beeilen, bevor sein Bruder und dessen Helfer seine Anwesenheit dort bemerkten. Ich muss erstmal gucken, wie ich da heiß hinkomme. So. Gut, das erste Ding habe ich. Heiß, 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 heiß. Geht mir mal aus dem Weg, geht mir mal aus dem Weg, aus dem Weg. Wo ist das Ding hin? Hier hoch? Okay. Da hinten haben wir noch einen. Alter, überall Feuer. Okay, gut. Dann haben wir dann noch einen. Dum di dum di dum di dum di dum di dum di dum. Oh, 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 das war heiß, das war heiß, das war heiß. Ich nehme trotzdem nochmal. Feuer aus. Aus. Feuer aus. Aus. Ist jetzt nicht dein Ernst, dass ich das Ding verloren habe. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Mit dem Flüchter habe ich keine Zeit. Bin damit. Okay. Zünden Sie, Oh, nee. Komm schon. Mit Kraft, Aiden. Geschafft. Der Ofen wird heißer. Und jetzt heize ihn an, um die Temperatur zu erhöhen. Oh oh, Hephaistos Lieblinge haben Ares entdeckt. Mhm. Wo muss ich jetzt hin? Was muss ich jetzt tun? Die Plattform geht runter, das ist schlecht. Geht die auch wieder hoch? Ja.
Okay. Zu euch will ich irgendwie nicht. Gehen wir mal aus dem Weg. Irgendwo da hinten haben wir was. So, da platzt gleich was. Oh, und er hat mich noch angezündet gekriegt. Ah, okay. Und schnell. Komm schon. Hinter mir kommt was Großes. Mach hin, Aiden. Genau deswegen, mach hin. So, erstmal alle weg hier. Ja, klar, erwischst du mich nochmal. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Noch hält ich. Komm schon. Ich hab gleich nur noch eine Minute für den anderen. Na komm, dreh das Ding, dreh. Jawohl. Und ich muss auch noch hinrennen. Natürlich kommt da jetzt so ein blödes Feuer. Ich riskier's. Komm schon. Schade. Alter, diese ganzen Flammen hier. Die bringen mich nur um. Komm schon. Jawohl. Hat's aber noch gezählt? Es hat noch gezählt. Wir haben jetzt wieder neue Zeit dazu gekriegt. Irgendwas da ganz oben. Oh, Medikits. Gib her das Ganze. Was muss ich hier machen? Komm schon. Ja, der Ofen heizt jetzt wirklich ein. Nur noch zwei Runden. Puh, Waffenschmieden ist harte Arbeit, oder? Ja, ist es. Der war fies. Ich habe nicht gemerkt, dass da vorher noch einer war. Ah. So, jetzt muss ich alles nochmal von vorne? Nee. Alter, hier nur Flammen hier, Flammen da. Darfst du mir mal helfen? Ja, der Ofen heizt jetzt wirklich ein. Nur noch zwei Runden. Waffenschmieden ist harte Arbeit, oder? Ja, ist es. Oh, mal Licht. Ist es.
Macht gleich Bumm. Gut, nächsten einschalten. Ja, der war simpel. Sind ja zwei. Irgendwo auf der anderen Seite. Auf der Ebene. Laufen, 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 Aiden. Alle hops. Pfei, pfei. So, einmal dich hier. Oder auch nicht. Das Ding hilft schon mal. Das knallt gleich wieder. Aus dem Weg. Ich habe doch keine Zeit. Aha. Hephaistos Lakaien. Ares muss den Ofen verteidigen. Es würde jetzt wirklich helfen, eine Waffe zu haben. Die schmieden wir uns doch gerade. Hahaha. Hoppala. Da war ich mit dem Ausweichen ein bisschen zu flott. Aber da hinten soll noch irgendwie eine Waffe sein. Okay, ich habe das Material. Und das soll ich jetzt bis da hinten durchbringen, ja? Das ist so unfair, wenn ihr jagen tut. Und ich noch Zeit hinten im Arsch habe. Okay, dieser Sprung bringt mir überhaupt nichts. Der war nicht hoch genug. Aufheben. Ey, das ist so fies. Du kannst ja noch nicht mal abrollen, richtig. So. Gehen wir mal aus dem Weg. Mal das Ding nochmal mitnehmen. Ey, das gibt's nicht. Wie soll ich das machen? Jetzt bin ich drauf. Ey, ich sehe noch nicht mal was. Okay, das hat schon mal gepasst. Das gibt's nicht. Na komm, schmeiß. Nicht ich selbst noch in die Lava. Boah, Alter. Keine Kids mehr. Boah, jetzt komm noch nicht noch von der Seite, du Nase. Komm und rein da. Ja, der Ofen glüht schon rot. Jetzt kann man die Waffe schmieden. Ja, hoffentlich bringt die das. Ich habe fast keine Life mehr. Ich habe auch nirgends so eine Station gesehen, wo ich mir mal Kids oder so wiederholen könnte. Geschafft! Diese Waffe kann Ares nicht töten. Aber die Kabiren, die Geisterkinder von Hephaistos, könnten es schaffen. Das
So, die Geisterkinder könnten es schaffen, aha. Halli, ich sehe ja gar nichts mehr, hallo. Okay. Da war ich ein bisschen zu langsam, komm schon. Falsche Richtung ausgewichen. Ja, jetzt lass mich doch mal. Die drückt aber gut Schaden rein. Alter. Du wirst von allem umgeschmissen hier. Aber bis jetzt halte ich mich. Ausdauer, komm schon. Ich vergesse jedes Mal, dass sie denn schlau genug sind und umdrehen. Ja, direkt in die Flammendüse. Ja, ist nett. Ist nett. Wenn man sich um einen kümmert, kommen 20 andere. Hat er mich trotzdem noch erreicht? Und jetzt rennst du sogar noch in mich rein. Und gibst dir den Todesstoß, du Nase, du. Geschafft! Diese Waffe kann Ares nicht töten. Aber die Kabiren, die Geisterkinder von Hephaistos, könnten es schaffen. Keine Ausdauer mehr. Ja, ist ja gut. Haut ab. Allesamt. Jetzt, ich sagte abhauen. Ja, schmeißt mir das Ding gerade. Ich komme gerade um die Ecke. Lass mich. Ich sagte, lass mich. Hau ab, Mensch. Ich muss noch ein bisschen trennen da. Aua. Ja, ist gut. Hat er mich trotzdem noch erwischt? Irrt, ein Hammer. Den zweiten ebenso. Nachteil, du bist noch voll. Ich vergesse es jedes Mal, dass die noch umdrehen. Und liegst du einmal am Boden. Schmeißt du mir direkt an den Kopf. Hau ab. Ja, jetzt schieb mich nicht weiter. Und stirb endlich mal.
Schicksal vielleicht verdient. Aber wenn es nur um Hephaistus Sinn nach Rache für die Affäre geht, was zum Teufel macht dann Edna in der Schmiede? Denk darüber nach. Bis zum nächsten Mal in der Mastata-Halle. Hallo Puh. Hat Spaß gemacht, war aber schon recht schwer. Zum Glück hatte man gute Checkpoints. So, aber wir haben jetzt... In welcher Stimmung bist du heute? Alles einmal durch. Das heißt im Ranking, ja, also wir haben mehr als das Doppelte als Endgame. Passt schon. Gut, dann haben wir das schon mal durch. Jetzt müssen wir noch eine Sache machen für Massakerhalle. Hier können wir jetzt alles nochmal wiederholen mit Zeit und ähnliches. Jetzt kann ich aber nochmal kurz gucken. Wir können uns ja noch ein paar Items kaufen für Blockhandschuhe und ich möchte auch endlich mal den Blockhandschuh richtig benutzen können. Dementsprechend müssen wir mal erstmal gucken. Was kann Papi für dich tun? Ja, also wie gesagt, die Wachen, also die Outfits, da ist jetzt kein Outfit, wo ich sage, so, das springt mir jetzt so ins Auge und das möchte ich jetzt unbedingt tragen. Auch hier von den ganzen Masken und so, es sind halt einfach viel zu viele. Selbst Skullface Maske ist hierbei. Das Einzige, was mich halt jetzt wirklich interessieren würde, sind halt hier die Entwürfe. Kein Wunder, dass du so berühmt bist. Und die kaufe ich mir jetzt auch alle. So. Oh, deine Gegner sollten jetzt wirklich aufpassen. Und mit der Ausrüstung, ja. Mal gucken. Ich hoffe, du mal gucken. Rein, okay, gut. So, denn einmal jetzt hier nochmal kaufen. Habe selbst so ein Teil. Selbst so ein Teil? Na denn. Victor C für alle kaufen. Du willst heute aber wirklich das gute Zeugs haben. Ja, natürlich. Ich will immer lass alles Zeug haben. Kein Geheimnis sein. Ich habe alles, was du brauchst. Klein oder groß. Alles klein. Das ist nicht dein erster Einkaufstrip, oder? Nee, das ist mein Ich kaufe alles raus Trip. Ich brauche Material. Genau das, was du brauchst. Komm doch mal wieder für einige Teile. Du hast jetzt dreimal in Folge verloren. So, wir hatten ja schon vor ein paar Folgen das mit den Finde Estrids Vergangenheit angefangen, aber ich habe es nicht wirklich gefunden. Mittlerweile wurde mir auch schon vor ein paar hundert Folgen gefühlt Bescheid gegeben, wo ich jetzt die restlichen Sachen finde. Und ich bin hier sogar an eins vorbeigelaufen und ich habe mir mal gedacht, ja, was ist das? Bis es nur als in der Erklärung steht. Ja gut, haben wir schon mal das erste. Poster der Massakerhalle. Dass du Löcher im Schuh hast, heißt nicht, dass du arm bist. Heilige Scheiße! Hä? Ich bin doch hier nur drüber gelaufen, gesprungen. Und er ist jetzt so blöd, ein Lagerfeuer auszuweichen. Ja, ist klar. Ja, nun schlag mal zu, ich will den Handschuh ausprobieren. Okay, ich lass ihn mal. Das ist er jetzt. So ein Scheiß. Das war's. Bin weg. Ach, weil ich da drüber gehechtet bin, ne? Weil ich da drüber gehechtet bin. Hat er ihn als Sprungbrett genommen und das hat ihn dann halt, ja, okay, ich habe ihn angerempelt. Also an und für sich war es meine Schuld. Eieieiei. Gut. So, wir hatten ja ein Ding hatten wir ja gefunden. Das war ja in dem Zwischenraum bei dem, jetzt spawnt ihr auch noch vor, direkt vor meiner Nase. Okay.
Das war ja hier hinten bei dem Turm einmal. Also da hinten. So, und wenn wir jetzt hier raus geradezu in der Nähe zur U-Bahn durchläuft. Ist hier jetzt wirklich nochmal was, was ich jetzt hier... Irgendwie stimmt doch hier was nicht, oder? Du kannst mithalten. Ja. Ein Runner, oder? Hoppala. Der Runner kennt nichts. Night Runner. Am Arsch. Zeig mir was. Gut. Habt ihr gezeigt? Und danke, dass du mir zeigst, wo die Notiz liegt. Aber es ist die falsche. Nicht die, die ich suche. So, jetzt müssen wir mal hier durchgehen. Wie war das? Müllhaufen in der Nähe der U-Bahn. Wenn man von der Massakerhalle kommt, rechte Seite. Ah, hier. Ja gut, hier ist Mülleimer. Gut, haben wir Nummer 3. Ja, wenn man halt weiß, wo man hin muss, dann geht's halt natürlich flockig, ne? So, dann in die U-Bahn. Rechts runter, war das hier jetzt durch schon? Nee. Ja, jetzt habe ich das, glaube ich, nicht ganz im Kopf. Hier müsste das gewesen sein. Ist auch noch eine Notiz. Ja, genau. So. Können wir hier trotzdem nochmal looten. Das ist hier der Trainingsraum, ne? Gut. Hintergrundgeschichte. Fertig. Und jetzt haben wir da Arena-Kampfregeln. Ah ja. Gut. War jetzt eine kleine Nebenquest. Mehr gab es da jetzt auch nicht zu. Das heißt, wir sind jetzt an und für sich erstmal mit der Massakerhalle soweit durch. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich auf den nächsten halt mal wieder ein bisschen Daily-Kramsel machen. Das ist nur Speicherpunkt. Aber wenn man jetzt mal so jetzt hier so durchläuft, dann sieht man das ja schon ein bisschen besser, ne? Was man hier jetzt noch alles so hat. Aber okay, gut. Wir haben jetzt sowieso nochmal ein bisschen Buchclub und die Jagd geht auch weiter. Wir können uns auch nochmal wieder Mohn holen. Ich muss sagen, an und für sich, ja, das DLC war okay. Auch, dass man halt Waffen gestellt gekriegt hat. Man hätte es deutlich früher machen können als jetzt. Das wäre wohl wahrscheinlich fürs Game ein bisschen besser gewesen. Weil man kriegt halt wirklich alles gestellt. Und alles gestellt ist halt natürlich immer ganz gut, ne? So, jetzt in meinem Level, naja, bräuchte ich halt mehr jetzt erstmal ein bisschen Legendenpunkte, damit ich dann halt hier auch ordentlich was machen könnte. Ein bisschen zu spät damit angefangen. Naja, gut. Weiß man beim nächsten Mal. Also so für Neueinsteiger wäre das jetzt hier wirklich optimal. Dann weiß man auch gleich die Kampfregeln richtig. Könnte aber auch ein bisschen hart werden. Mal gucken. Aber es geht schon ab Level 2 los. So, wir gehen jetzt aber erstmal wieder zurück nach Villador. Und dann müssen wir mal gucken. Das Samurai-Event ist ja jetzt mittlerweile vorbei. Und dementsprechend müssen wir jetzt mal gucken, dass wir uns nochmal vielleicht auf Questen oder mal nochmal wieder mal Kopfgelder einstreichen. Ich weiß noch nicht. Das überlege ich mir dann mal noch zur nächsten Folge hin. Aber ich würde gerne jetzt mal ein bisschen was ausprobieren. Und Köpfe müssten wir eigentlich auch nochmal fahren. Also genau solche Köpfe hier. Hab dich erwischt! Okay. Spiel nicht mit. Du spielst auch nicht mit. Du willst was davon? Bam! Ich krieg dich!
Wer geht rein? Na? Stirb! Okay. Zeit zum Spiel! Jetzt muss ich erst mal gucken, jetzt habe ich vergessen, wie die Dings ausgelöst werden. Perfekte Vorbereitung. Blockmod bei jeder perfekten Block aktiviert. Ja gut, das ist ja nur Nahkampf. Mittlere Maustaste. Shotmod. Das wollen wir jetzt haben. Okay. Lad nochmal auf. Das war jetzt der Block. Alter, ich fühle mich wirklich wie so ein Ritter. Erwischt. Erwischt. Ebenso. Du bist tot. So, und wie war das andere jetzt? Das war dann... Rechte plus R. Nimm das. Okay. Hab dich, du bist. Ihr habt bald nichts mehr. Ihr tut mir so richtig leid. Hau ab. Du bist dran. Zeit zum Spielen. Ich krieg dich. Erwischt. Okay, das ist aber dann schon... Man muss schon genau zielen, ne? Bloß mich irritiert immer dieser Enterhaken. So ein bisschen. Könnt ihr mal zuhauen? Zuhauen. Nimm das! Wenn du nicht haust, bringt das nichts. Na, ja, komm schon. Mein Kraft. Mod Nummer 1 ist fertig. Will den anderen nochmal haben. Okay. Ich glaube, Gift schießen wäre ein bisschen besser als Gift Slam. Für mich jetzt persönlich. Elektroschuss, ich weiß nicht. Und Feuerblock. Das funktioniert ja bei euch überhaupt nicht so richtig, ne? Na, ihr greift mich halt immer zu schnell. Aber an und für sich wäre es gute Massenkontrolle. Aber ich glaube, da würde ich nicht schnell genug drauf reagieren. Wer ist das? Hau ab. Feuer frei! Ah, jetzt muss man noch ein bisschen mehr drauf achten. Geh mir mal aus dem Weg. Zu langsam. Ja, komm schon. Jetzt hab ich dich, du Arsch! Ah, ich weiß noch nicht so. Ich weiß noch nicht so. Gut, das sind jetzt auch keine Gegner gerade für mich. Aber gute Testobjekte. Aber das Block verstärken, also es macht es schon einfacher, ja? Auf jeden Fall. Na, müssen wir mal gucken. Wird auf jeden Fall noch interessant. Hier haben wir noch mal welche. Na
dann mach mal. Ich habe gerade den Kraftangriff geblockt. Gehen wir mal aus dem Weg. Mach mal einen Kraftangriff. Jetzt zeige ich dir das. Na komm, Kraftangriff. Bück dich. Kraftangriff, komm schon. Das kriegst du hin. Ich komm nicht mal richtig ins Schwitzen. Na los, komm, Kraftangriff. Okay, das hat jetzt nicht geklappt, war zu früh. Jetzt geht's ans Eingemachte. Na, komm nochmal. Ich bin nicht beeindruckt. Das klappt. Das klappt sogar sehr geil. Oh, das klappt sogar sehr geil. Du bist Geschichte. Das klappt sogar sehr geil. Gut, in Massenkämpfen könnte das ein bisschen schwierig werden, aber ich mag das Schild ja jetzt schon. Ich mag das Schild ja jetzt schon. Oh. Da soll ich vorsichtig sein? Also, Schild hat schon was. Das sollten wir mal ausgraden. So, jetzt nochmal mit mehreren hier. Ja, ruf ruhig Alarm. Darfst du. War ich zu langsam? Okay, da habe ich jetzt nicht einen hingekriegt. Gut, aber die Heavies kriege ich damit überhaupt nicht hin. Jetzt bist du tot. Na, komm her. Greif. Ach, nochmal von der Seite greifen, ja? Na, warte du. Zweigeteilte Ding, du. Es geht auf jeden Fall. Es ist aber wirklich sehr viel Übung. Ich gebe auf. Okay, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht. Er hat gerade gesagt, er gibt auf, aber war schon zu spät. Kann mich doch denn nicht bremsen. Weiß man doch. Aber echt, also ich finde, der Handschuh ist das Beste von dem Ganzen. So richtig schönes, geiles Schild. Ich glaube, damit werde ich jetzt permanent rumrennen. Aber wir müssen die Mods dafür noch deutlich verbessern. Gucken wir mal. Gut, machen wir jetzt hier aber an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.